Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien- und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Ja, heute wieder ein Update zur AMC und zur Ape-Aktie, schon wieder aus meinem Urlaub. Ich dachte nicht, dass ich so oft berichten werde, aber irgendwie passiert ständig hier was mit der AMC und so, dass es eigentlich jetzt täglich was zu berichten gibt. Und deshalb bin ich jetzt hier auch wieder mit dabei und bin jetzt eigentlich wieder täglich am Berichten, muss ich sagen. Aber mal schauen, ob es auch so weitergeht. Wir hatten ja in meinem letzten Video diesen offenen Brief an die Aktionäre besprochen und ich habe ja schon gesagt, ich gehe mal davon aus, dass durch diesen offenen Brief FOMO eingedämmt werden wird bezüglich dieses Kursanstieges letzter Woche. Da ist ja im Prinzip letzte Woche der Kurs angestiegen, weil dieser Vergleich abgelehnt worden ist von der Richterin. Und dadurch hat die AMC sich fast verdoppelt und ich habe dann gesagt, es wäre super, wenn jetzt hier FOMO reinkommen würde diese Woche. Da könnte der Kurs sich auch verselbstständigen eventuell und dann in einer Spirale nach oben gehen. Leider ist es nicht passiert. Leider hat meiner Meinung nach dieser Brief auch dazu beigetragen, dass hier nicht neue Investoren reingekommen sind, dass vielleicht Investoren verunsichert wurden. Schaut euch das Video an, worum es da geht im offenen Brief. Und dann kam noch eine, ja, eine News nicht, aber eine von Adam Aron ein Tweet, ja, der natürlich auch nicht gerade dazu beigetragen hat, dass da ja, FOMO reinkommt oder wie auch immer. Da schauen wir gerade mal beim Adam Aron hier drauf auf seinen Account. Und das war hier dieser Tweet, der hat auch nicht gerade für Furore gesorgt, sagen wir es mal so. Irgendwie. Er hat erstmal hier geschrieben, dass es großartig ist, dass die Theater jetzt wieder voll sind durch Barbie und diesen Oppenheimer-Film. Und super Ergebnisse, super Zahlen und auch im Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen. Aber dann kommt dann natürlich hier dieser Satz, ja, aber wir sollten uns nicht von der Euphorie verwirren lassen, die die riesigen Einspielergebnisse dieses Wochenende auslösen. Die Zahl der Kinobesuche im Jahr 2023 wird immer noch deutlich unter dem Vor-Covid-Niveau von 2019 liegen. Die Autoren- und Schauspielerstreiks sorgen für Unsicherheit und das Geld ist sehr knapp. Um ins gelobte Land zu gelangen, müssen wir unser Unternehmen dennoch mit aller Klugheit und all unserem Können leiten. Also diese Aussage meiner Meinung nach total überflüssig, gerade zu dem Zeitpunkt. Jetzt würde ich sagen, bis zum geht nicht überflüssig, weil jetzt hätte eigentlich FOMO auch reinkommen können, meiner Meinung nach, durch diesen Kursanstieg von diesen 80%. Ist leider nicht passiert. Muss man sagen, leider, leider. Aber meiner Meinung nach, nur meine Meinung, keine Wertung Adam Aron gegenüber, aber meiner Meinung nach kamen diese Sachen absolut zum falschen Zeitpunkt. Also diese Aussage, absolut falscher Zeitpunkt. Und der offene Brief, auch absolut falscher Zeitpunkt. Oder für Adam Aron der richtige Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für einen längeren oder stärkeren Kursanstieg ein absolut falscher Zeitpunkt. Er hätte eigentlich manche Dinge einfach weglassen können. Er hätte, dass die Probleme nicht in den Vordergrund rücken dürfen, sondern hätte im Prinzip ja einfach positiv mal über sein Unternehmen reden sollen, dass die Zahlen positiv werden und dass es weiter aufwärts geht, dass Schulden getilgt worden sind, viele Schulden schon, dass neue Geschäftszweige eröffnet worden sind und und. Er hätte sehr viel in den Vordergrund stellen können an Positiven. Stattdessen hat er hier auch sehr viel Negatives in den Vordergrund gestellt, eigentlich hauptsächlich Negatives. Ja, wer soll dann in die Aktie reingehen? Wer soll dann im Prinzip da noch Vertrauen haben, wenn der CEO schon so viel Negatives hier bequatscht oder beziehungsweise tweetet? Ja, dann ist natürlich diese Unsicherheit klar groß und das hat sich natürlich jetzt auch im Kurs gezeigt. Heute wieder satte 12% im Minus. Wir sind gerade noch bei 5,14 $. Am Freitag waren wir hier teilweise bei 8,50 $. Jetzt sind wir wieder bei 5,14 $. Also fast der ganze Gewinn wieder irgendwie amortisiert bei der AMC. Ja, was soll man dazu sagen? Außerbörsliche Aktivität natürlich wieder hoch. New York Stock Exchange recht niedrig. Dark Pools recht hoch.
Wie gesagt, ich bin ein bisschen gefrustet, muss ich sagen. Muss ich echt zugeben, von diesem Timing, den Adam Aaron da hatte. Und ja, okay. Wir haben hier 50% Short-Volumen und bei der Ape haben wir auch einen Kurs von 1,75. Das hat sich wieder so ein bisschen berappelt. Der war ja teilweise dann unter 1 Dollar kurzfristig, weil natürlich ja, die Spekulanten draufgegangen sind, dass sie gesagt haben, oh, Ape wird sterben quasi, weil diese ganze Zusammenführung nicht stattfindet. Sie wird mit Sicherheit irgendwann stattfinden, denke ich mir mal. Keine Handlungsempfehlung natürlich von mir, aber der Vergleich wurde ja schon nachgearbeitet und wenn da der Vergleich irgendwann mal angenommen wird, dann wird die AMC und die Ape auch zur AMC umgewandelt und ich hoffe immer noch vorher auf einen großen Kursanstieg, auf einen Short Squeeze. Weil danach, wenn dann Adam Aaron ja, Aktien auf den Markt gibt und verwässert, sehe ich die Chance natürlich immer geringer, dass hier noch ein Short Squeeze passiert. Aber solange das noch nicht da ist und solange die Ortex-Zahlen das hergeben, halte ich hier am Short Squeeze fest. Der eine oder andere mag mich für bekloppt halten, aber ich halte mich einfach ganz nüchtern an die Zahlen, ganz nüchtern an die ja, Short Squeeze-Daten, die von Ortex immer aktualisiert werden, von Fintel aktualisiert werden. Und solange die für mich persönlich die Situation ja, sich nicht verschlechtert, halte ich daran fest. Aber wie gesagt, wenn Adam Aaron hier verwässert, bin ich mir fast sicher, dass sich diese Zahlen dann nicht mehr so ganz ja, Short Squeeze verdächtig darstellen werden. Aber das werden wir sehen, dann, wenn es soweit ist. Im Moment ist ja noch nicht mal der Vergleich durch, beziehungsweise die Zusammenlegung und ja, der Reverse-Bit ist ja im Moment noch nicht durch. Aber ich denke, das wird in der nächsten Zeit wird hier wieder eine Meldung von der Richterin kommen, ob dieser zweite Vorschlag von Adam Aaron angenommen wurde. Was ganz erfreulich ist heute, und zwar Goldman Sachs, die erhöhen das Kursziel von AMC auf 175 Dollar. Sehr, sehr erfreulich auf jeden Fall, finde ich sehr, sehr gut. Und das gibt einem wieder so ein bisschen Hoffnung, dass jetzt, sagen wir mal, so ein großes Analystenhaus hier AMC bei 175 Dollar sieht. Das wäre natürlich sehr, sehr nice, muss man sagen. Wir werden sehen, wo es hingeht. Hier gibt es noch andere Analysten. Ja, Einschätzung, hier sagt einer 2 Dollar. Ja, mit Verkaufsrat, ja, und Kursziel 36 Dollar, also verschiedene Kursziele, aber Goldman Sachs momentan auf 175 Dollar. Sehr, sehr positiv und sehr, sehr gut zu werten auf jeden Fall. Eine Good News für mich und könnte vielleicht für FOMO sorge sorgen. Mal schauen, da macht Goldman Sachs es dem Adam Aaron vor, wie man hier FOMO reinbringen könnte. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie durchgeht. Heute, 25.07., ist diese Meldung rausgekommen. Vielleicht wird das vielleicht eher für FOMO sorgen, wie die Aussagen von Adam Aaron. Die sorgen ja fürs Gegenteil eigentlich. Gut, dann haben wir hier die Earnings, und zwar Quartalszahlen für das zweite Quartal 2023 werden hier am 8. August preisgegeben, nachbörslich. Und auf jeden Fall ein wichtiger Termin, den man sich rot im Kalender anstreichen sollte. Ich hoffe nicht rot, ich hoffe, es wird grün an dem Tag, aber man sollte sich den Kalender, den Tag auf jeden Fall rot anstreichen und hoffen, dass es dann an dem Tag grün wird. Also am 8. August soll es hier die Zahlen geben, nachbörslich natürlich wieder. Und da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Ein wichtiger Termin, also schreibt ihn euch auf. 8. August gibt es die Zahlen zum zweiten Quartal 2023. Gut, wir schauen uns nochmal die Ortex-Zahlen an. Ortex-Zahlen, mal schauen, ob gecovert wurde durch diesen hohen Kursanstieg, diesen 80% bzw. 90%. Es wurde nicht gecovert, das heißt, die Zahlen sind nach wie vor Short Squeeze verdächtig. Hier ganz angespannt für die Hedgefonds. Ein Short Interest von 28% nach wie vor. 179 Millionen Aktien sind geliehen. Utilization von 82, die ist jetzt ein bisschen runtergegangen, aber ist nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Und die Days to Cover sind auch runtergegangen von 10,38 auf 7,99. Hängt natürlich mit dem hohen Volumen zusammen, was in letzter Zeit war, letzte Woche durch diesen starken Kursanstieg. Dadurch sind natürlich die Days to Cover runtergegangen. Hohes Volumen, natürlich brauchen sie dafür weniger Tage zum Covern, wenn hohes Volumen ist. Logisch.
Gut, auf der Threshold-List weiterhin drauf. Cost to borrow sind wir immer noch bei maximalen über 1000%, durchschnittlichen bei 760%, also immer noch riesenhoch und nach wie vor, wie gesagt, die Short-Squeeze-Daten für die AMC nach wie vor explosiv, meiner Meinung nach. Die Ape, ja, da haben wir im Prinzip ein Short-Interest von 5,58%, Utilization von 32 und geliehen sind 16 Millionen Aktien. Hier haben wir nochmal Cost to Borrow 6,45, 8,27. Das ist natürlich nichts. Short Interest ist hier so ein bisschen höher, aber sagen wir mal so um die 5, 6% kann man sagen, es ist Short Interest. Und Cost to Borrow bei der Ape, ja, wenig, niedrig bis ja, eigentlich nicht erwähnenswert. Okay, gut. Das war's jetzt hier von meinem Update zur AMC und zur Ape-Aktie. Mal schauen, ob morgen wieder irgendwas kommt, ob wir uns morgen wieder hören. Oder ob ich morgen mal einen Tag verschnaufe hier von der AMC und von der Ape. Wenn es morgen nichts Neues gibt, dann werde ich mich morgen nicht melden. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich wieder morgen, wenn es hier wieder irgendwelche News gibt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr nichts verpasst von AMC, von Ape und von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss.